Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Cities XXL. Ja, wir spielen weiter. Wir haben letzte Folge den Tunnel gebaut, hier unten. Und unsere Produktionssachen weitergebaut, Produktionsgewerbe und so weiter. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir mehr Einwohner kriegen. 40.000 haben wir. An die 50.000 kommen wir dann auch mal irgendwann ran. Strom ist momentan mächtig unten. Produktionsgewerbe ist immer noch minus, aber die werden noch ausgebaut hier. Da unten. Und ja. Wie sieht das sonst aus? Büros ist plus. Ansonsten Landwirtschaft geht gerade in die Knie, okay. Wasser. Ja. Landwirtschaft. Ist halt die Frage, soll ich die Landwirtschaft weiter ausbauen? Machen wir einfach mal. Bauen wir einfach eine Gärtnerei hier hinten nur hin. Hier irgendwo. Was soll's? Dann bauen wir noch eine Getreideanbau. So. Und bauen wir noch einen Gemüseanbau hier hin. So. Und fertig. Dann haben wir auf jeden Fall wieder freie Stellen für die Ungelernten. Das ist jetzt nur so eine Sache. Ja, das passt nicht. Schade. Hätte ja mal sein können. Dann, hier oben könnte man noch einen hinbauen. Entschuldigung, wenn ich mich leicht verschnupft anhöre, aber ich bin erkältet. Leider. Oder es fängt langsam an, dass ich eine Erkältung kriege, sagen wir es mal so. Ich merke es auch. Ich kriege Kopfschmerzen, hab Schnupfen. Ja. Ich muss mich auf jeden Fall nochmal bedanken an alle, die Cities gucken. Und die es auch cool finden, so wie ich. Eigentlich mal wieder ein schönes Aufbauspiel zu spielen. Ist ja auch nicht mal, ne? Selbstverständlich, dass sowas in letzter Zeit noch rauskommt. Und deswegen, ich finde es halt cool, eigentlich mal wieder so ein Spiel zu spielen. Die Abfallverwertung ist runter, okay. Dann müssen wir mal eine Abfallverwertung noch bauen. Drei Mülldeponien brauche ich dafür. Okay. Na dann. Wo wollen wir denn die dritte, die nächste hin? Ich würde ja fast sagen, einfach hier so am Rand. Frage ist, geht das? Bestimmt, oder? Na klar geht das. Na gut, machen wir sie dahin. Damit unsere Abfallverwertung hochgeht. Wird aber zu wenig sein. Deswegen bauen wir noch einen Schrottplatz. Wir einen Schrottplatz hier hin. Obwohl er doof war. Das war doof. Den reiß ich wieder ab. Das war blöd. Weil ich möchte die Schnellstraße natürlich weiterführen. Hier runter. Ja, komm, das reicht erstmal. Oh, jetzt habe ich es abgerissen. Ups. Und die bitte auch weiter. Nein, du möchtest da nicht dran. Hallo? Ich möchte da jetzt nicht dran. Kann man da nicht irgendwie ausstellen, dass man da nicht dran möchte? Wahrscheinlich muss ich das so, wa? Mal gucken, was wir ein bisschen gerade hinkriegen. So. Geht doch.
Jetzt geht's. Mein Gott, was ein Stress. So. Abfallverwertung, Mülldeponie. Jetzt können wir sie da hinbauen. Na? Ach so. Jetzt bauen wir sie da hin. So. Haben wir. Aha. Da sieht man sogar ein paar Bagger und so. Das sind auch nicht schlecht. Und das ist der Schrottplatz. Das ist die normale Mülldeponie. Okay. Die Straßen sind total verstopft, wie immer. Abfallverwertung ist jetzt wieder fast ausgeglichen. Wasser ist das Problem. Wasser und Strom. Gucken wir mal, haben wir noch freie Stellen? Ne, doch. Bei Qualifizierten, dann werden wir da auch mal weiter bauen. Ah, mehr Einwohner, mehr Einwohner, mehr Einwohner, ne? Unsere Devise. So, bauen wir erstmal ein. Wasser, Wasser, Wasser. Das ist halt die Frage, wo kriegen wir Wasser jetzt? Water. Haben wir zu wenig Kohle für. 15.000? Warum haben wir zu wenig Kohle dafür? Ist frech. Aber wir haben wieder zu wenig Plusse, wie das aussieht. Ja. Weil die Dinger kosten ja alle Kohle. 5.000 kostet so ein Ding. Ja, ist halt immer so eine Sache. Da muss man halt gut mit haushalten. Man muss Plus machen, aber auch gucken, dass wir nicht zu viel Betriebskosten haben. Ja, Tourismus haben wir leider noch nicht. Büros ist auch wieder niedriger. Tourismus will ich auf jeden Fall hier oben hinbauen, wenn. Haben wir überhaupt schon Tourismus? Wir haben auf jeden Fall Hotels, das weiß ich. Urlaubshotels, ja. Ja, haben wir auf jeden Fall schon. Hotel, Hotel, Hotel. Kleines Luxushotel. 4-Sterne-Hotel, 2-Sterne-Hotel. Prestige-Hotel, okay. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, aber da müssten wir erstmal eine Straße da hoch bauen. Die natürlich auch wieder Kohle kostet, ne? Wie Sau. Ja, nicht genug Geld, ja, ist klar. Ich würde sagen, da lassen wir erstmal. Erstmal lassen wir das. So, und ich würde sagen, ja, ich hatte gerade gesehen, wir haben auf jeden Fall wieder Büros minus. Deswegen würde ich eher sagen, wir bauen jetzt wieder Büros. Erstmal. Und so, nochmal wieder Büros. Denn wir müssen plus Geld müssen wir kriegen, sonst geht das gar nicht. Plus Kohle. Einzige, was natürlich sein kann, ist, dass wir gleich zu wenig Leute haben. Da werden wir gleich sehen. Produktionsgewerbe ist auf jeden Fall jetzt wieder hoch. Ja, ist auf jeden Fall im Plus. Sehr gut. Strom und Wasser. Aber dann wird wieder an unsere Betriebskosten nagen. Leider. So, da brauchen wir auf jeden Fall wieder welche von. So. Stufe 3. Die haben aber auf jeden Fall andere Häuser. Boah, mit Pools und so. Guckt euch da mal an. Krass. So eine Hütte wäre geil. Boah, hier mit so einem Pool mit Steg und. Ach, mein Gott. Oder sowas hier. Meine Herren, ey. Da mit Solarplatten drauf. Das sieht aber ein bisschen schäbig aus, das Haus. Das sieht nicht schlecht aus, das Haus. Ein bisschen oben mit unten die Garagen. Das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Das Häuschen sieht auf jeden Fall geil aus. Muss ich ja mal sagen. Hier unten mit so einem leichten. Was ist das? Souterrain. Das sieht ein bisschen sehr futuristisch aus. Boah, so ein Haus, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Dann hier oben zur Haustür erstmal die Treppen hochlatschen. Das sieht auch ein bisschen futuristisch aus. Ja, das ist so ein altes. Das sieht doof aus. Aber das sieht eigentlich gar nicht mehr schlecht aus. Das würde mir gefallen. Oder sowas hier, das würde mir auch gefallen. Obwohl, da ist der Pool ein bisschen scheiße gebaut. Das wäre aber auch cool hier, so ein Haus. Schön hier oben, das komplette Dach aus Solarplatten, das wäre auch geil. Oder sowas hier, das ist auch cool.
Sowas mag ich sowieso, wenn man hier über den Pool drüber gehen kann. Das ist, was ist das denn aus? Mein Gott. Oder das hier, die Kuppel. Oder hier mit Dachpool, das ist auch nicht schlecht. Was ist das denn? Das sieht aus wie hier, ne? Wer wohnt denn da? Graf Dracula? Ah, sowas ist auch geil, so Häuschen. Aber das ist ein bisschen... Jawohl, das geht sogar. Hier die ganzen Schlafgemächer und so. Das ist dasselbe Haus wie da vorhin. Das ist ja auch richtig geil, finde ich. Ja, das ist hässlich. Das auch. Das sieht auch cool aus. Mit so Dachterrassen. Auf jeder Etage. Hat was. Aber auf jeden Fall geile Häuser gibt es hier. Muss man ja mal sagen. Aber das sind alles so Wunschträume, ne? Also, ich sag mal, ne, um wirklich ein Haus zu haben, das ist, da muss man schon einen guten Job haben und eigentlich gut Geld verdienen und alles Mögliche, bis das überhaupt klappen würde. Gerade so große Häuser, das sind ja nicht mal eben so, kriegt man die bezahlt, sage ich jetzt mal. Leider. Es wäre cool, wenn die, wenn man die Möglichkeit hat, oder wenn es die Möglichkeit geben würde, dass jeder im Prinzip ein Haus bauen könnte. Das wäre geil, wenn das so gehen würde. Im Prinzip kann es jeder, natürlich. Was ich halt ein bisschen schade finde daran, ist wirklich, oder wie ich es meine, ist, aber das ist meine Meinung. Also, ne, nagelt mich nicht darauf fest, das ist meine Meinung. Also, das wäre cool, wenn man auf jeden Fall mehr gefördert werden würde bei Eigenheime. Gerade was Eigenheime angeht, die mit erneuerbaren Energien oder extrem gut isoliert sind. Und gibt es eine Förderung? Klar, die muss man alle mal zurückzahlen. Man kriegt nichts geschenkt. Und das sind so Sachen, die finde ich einfach schade, weil ich sag mal, ich kenne mich damit ein bisschen aus, weil wir mal uns das angeguckt haben und uns überlegt haben, vielleicht ein Haus zu bauen. Deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, ich wollte gerade sagen, machst du die Kurve nicht, my friend. Und das ist halt so ein Haus, das wirklich mit erneuerbaren Energien läuft und ne, gut, richtig gut isoliert ist und so. Da ist man beim Kurs locker 300.000 Schleifen los. Also kann man ungefähr ausgehen von. Und auch wenn man Förderung kriegt, diese sogenannten... ja, jetzt weiß ich die... weiß jetzt nicht mehr, von der Bank KfW, glaube ich, ne? KfW Bank heißt die, glaube ich. Die staatliche. Da kriegt man natürlich dann mal eben 50.000 für Energie, in erneuerbare Energien oder 50.000 für Energie, für Isolierung und sowas alles. Aber die muss man auch nach 10 Jahren zurückzahlen. Und das ist so ein Ding. Und mit Zinsen, natürlich. Auch wenn die Zinsen ziemlich niedrig sind, aber Zinsen sind trotzdem da drauf. Und das finde ich ein bisschen schade. Es war mal eine Zeit, das weiß ich, dass Häuserbauer auch zinslose Kredite gekriegt haben. Bei dieser Bank. Gerade wenn man so Häuser baut. Das finde ich ein bisschen schade. Weil ich sag mal, wer möchte das nicht haben? Wer möchte nicht ein eigenes Haus haben? Klar ist, dass das extrem aufpassen muss mit dem Geld. Das ist wohl klar. In einem unverschmutzten, exklusiven Gebiet? Warum kann ich das denn nicht da hinbauen? Oh, ich kann ja gar keinen Tourismus hinbauen. Auch nicht schlecht.
exklusiven Gebiet? Wo ist denn denn? Hä? Ach, darf man keine Urlaubshotels bauen, okay? Na dann. Na gut, habe ich die Straße umsonst herum hingebaut, auch gut. Wir haben keinen Tourismus hier auf der Karte, okay. Dann sei halt so. Na dann. Hat sich das erledigt. Dann kein Tourismus. So. Büros ist wieder ein Plus. Landwirtschaft ist auch noch gerade im Plus. Ja, Strom und Wasser. Aber das zehrt wieder an die Kohle, wie Sau. Wenn ich das jetzt mache. 5000 Betriebskosten, dann finde ich nur noch plus 8000. Nö. Nö. Will ich nicht. So. Will ich nicht. Können natürlich Hightech-Industrie nochmal bauen, ne? Was hat das denn gekostet? 36.000. Hallo. Was hat das aber kostet hier? Aber ich will die 50.000 jetzt langsam mal erreichen. Damit wir hier mal weitermachen können, weil wir kriegen dann auf jeden Fall neue Sachen. Produktionsgewerbe, das neue, das größere. Wir kriegen, glaube ich, ne, das kriegen wir auch noch nicht. Auch nicht. Wow, das Swimmingpool. Phänomenal. Kriegen wir 75, 150. Die kriegen wir auch bei 50.000. Die kriegen wir bei 100.000, okay. Die kriegst du auch bei 50.000. Das Kraftwerk, das mittlere. Boah, 10.000 Betriebskosten, die haben euch einen Schaden, ne? Bin nicht freigeschaltet. Da brauchst du drei Wasserpumpen für, okay. Drei Ölfelder. Brauche ich nur für eine Raffinerie, ja. Aber alles so Sachen, die kriegen wir dann nach und nach. 100.000. 50.000 kriegen wir eine neue Schule. Auch gut. Ja. Passt. So, ich habe gesagt, ich möchte Hightech in das Thema wieder einbauen. So. Haben wir. Weil wir haben sowieso freie Stellen, nicht freie Stellen, hier Arbeitslose noch. Die werden wir erstmal jetzt. Was ist denn jetzt mit dem Teil hier? Gehen wir schon am Sack, ne? Dass das hier rumhängt, ne? Du gehst mir ein bisschen auf den Zeiger, egal. Dann ist da halt jetzt ein Ding im Weg. Keine Ahnung warum. Egal. Müssen wir jetzt mal leben. So, ich werde wahrscheinlich gleich wieder die bauen müssen. Gehe ich stark von aus. So, bauen wir schon mal. Damit wir genug Leute da haben. Und als nächstes würde ich, was würde ich denn noch? Hightech-Industrie ist auf jeden Fall jetzt im Plus. Auch. Ich würde sagen, nur ein Büro bauen. Weil wir haben da sowieso noch den einen Platz hier. So, bauen wir noch ein Büro hin. So, jetzt können wir nämlich wieder Stufe 3 bauen. Und mehr Leute anlocken. So, drei. Sehr schön. 47.000 haben wir jetzt schon. Es läuft. Es läuft, würde ich sagen. Und wir haben keine Kohle mehr. Schweinerei. Komm, gib mir Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Gib mir ein bisschen Kohle, mein Freund. Gib mir ein bisschen Kohle. Danke. Ah, komm, die 50.000 schaffen wir da wohl noch. Vorm Ende. Denn der Timer ist in 10 Sekunden, in 15 Sekunden Ende. Das heißt, gleich ist die Folge Ende. Geht ja gar nicht. Ich möchte aber die 50.000 noch erreichen. Mir Schmutzbuckel. Los!
Los, 48.000. Los. Der ist auf 2, ne? Ja, klar. Guck mal, 3 ist immer noch freie Stellen. Da müssen wir 3 da auch nochmal bauen. Ha! Komm. Ja? 49.000? Ja? Komm. Ja? Es kommt. Ja, komm, 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 komm. 800. Und? Ja, da sind die 50.000 erreicht. Sehr, sehr geil. An der Stufe, Bevölkerung beträgt 50.000. Mittleres Produktionsgewerbe, Buslinien. Oh. Wir haben Buslinien. Ah. Das ist doch schön. Park and Ride. Cool. Das gucken wir uns dann nächste Folge an. Und was ist das hier? Kleine Endhaltestelle. Große Endhaltestelle. Was heißt denn jetzt Endhaltestelle? Egal, gucken wir uns an. Und wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Einrunde Cities XXL. Tschüssingen!